Hi, herzlich willkommen wieder zum neuen Frage-Freitag-Video. Heute geht es darum, was ist der beste Ständer für Gitarristen? Viel Spaß dabei. Was ist der beste Ständer der Welt für Gitarristen? Natürlich der, den du dabei hast. Ja? Was ich nicht sehen möchte, ist, dass man zum Beispiel Gitarren irgendwie so auf den Boden legt oder dass man die einfach auf einen Stuhl drauflegt. Ja? Weil das ist halt ein bisschen blöd, wenn die Gitarre runterfällt und dann so ein gutes Instrument einfach mal schnell über den Jordan geht. Und gerade so bei Markengitarren, das möchte man einfach vermeiden, dass man da also die Gitarre wirklich gut aufgestellt hat. Ganz cool finde ich diese großen Sammelständer, nenne ich sie, ne? Wo man die Gitarren einfach so reinstellen kann. Und hier bitte darauf achten, nicht die Gitarre so reinstellen, ja, so ist ja nicht gedacht, sondern man stellt sie so rein, platzsparend, nämlich so, ja, dass man hier quasi die Gitarre einfach drinstehen hat im Ständer, in dem Sammelständer und ja, einfach dann auf der Bühne je nachdem auswählen kann oder auch in seinem Gitarrenzimmer. Es gibt ja auch noch Wandhalterungen, das sieht auch manchmal ganz klasse aus, wenn man seine Gitarren an der Wand hängen hat. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon, aber das ist einfach auch Geschmackssache, je nachdem. Ne? Also ich finde es cooler, wenn die Gitarren so stehen, wie sie stehen. Ganz wichtig auch, darauf zu achten, hier gibt es Ständer für akustische Gitarren und es gibt Ständer für E-Gitarren. Die sind hier ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler von der Aufnahme her unten. Und ich bin ein Fan davon, hier die für die akustische Gitarre zu kaufen, weil hier kannst du auch eine E-Gitarre reinstellen und eine akustische. Das heißt, der ist flexibler und macht mehr Spaß. Ja? Das ist also eine Empfehlung von mir, hier auf die zurückzugreifen. Und dann mein absoluter Lieblingsständer der Welt, der ist von Ibanez und der passt quasi in jeden Gitarrenkoffer mit rein oder in jede Gitarrentasche. Den kann ich so klein zusammenklappen wie so ein DIN A4-Ordner. Und wenn ich ihn brauche, dann kann ich ihn einfach aufklappen, hinstellen. Der ist kompatibel für E-Gitarren plus für akustische Gitarren. Wie gesagt, nicht irritiert sein. Ich kriege von denen nichts oder so. Ich verlinke hier auch gar nichts. Das ist einfach nur mal so eine Rundumschau, welcher Ständer ist der beste. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Und Frage Freitag, wenn du weitere Fragen hast, schreib es unter das Video, gib dem Video einen Daumen hoch und sag es weiter. Viel Spaß dabei. Bis nächsten Freitag. Dein Georg Norberg. Tschüss. Ciao. Hey, herzlich willkommen zu diesem Frage-Freitag. Heute gehen wir der Frage nach, was ist der beste Ständer für Gitarristen? Viel Spaß dabei. Hi, ich bin's wieder, euer Georg Norberg. Herzlich willkommen zu diesem Frage-Freitag. Heute geht's darum, was ist der beste Ständer für Gitarristen?